Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Einige Zeit ist es schon her. Ich werde mich wieder an alles gewöhnen müssen. So ist es halt nun mal, wenn man wenig Zeit hat. Aber wir machen direkt weiter mal mit der Story. Und zwar, wir sind beim guten Buß. Und ja, der gute Stahlbart ist ja leider nicht mehr, zumindest weiter nicht mehr unter uns. Und wir suchen ja die Relikte. Und deswegen unterhalten wir uns direkt mal. Hey Junge! Die Leute quatschen, dass Captain Stahlbart von dem Kraken erwischt wurde. Das stimmt. Mara hat ihn getötet. Bei Neptunsbad. Das ist wahrlich eine schlechte Nachricht. Ich hätte nicht gedacht, dass es den alten Haudegen jetzt schon trifft. Dabei hatte ich meine Hoffnung darauf gesetzt, dass er den Fluch wieder bricht. Ja, genau das ist es nämlich. Die gute Mara. Hat Stahlbart dir vielleicht gesagt, wo er sein Artefakt versteckt hat? Artefakt? Nein, noch nie gehört. Komm schon, du weißt doch was. Raus damit. Ich kann nicht. Ich habe ihm schließlich mein Wort gegeben. Ja, nee, ist klar. Da sind die ganzen Erfolge. Mhm. Wahrscheinlich gerade ein Disconnect gehabt. Lasst euch davon nicht aufhalten. Ja, wenn du es mir nicht sagst, wird niemand Mara aufhalten. Genau so sieht das nämlich auch aus. Wenn du es mir nicht sagst, kann niemand Mara aufhalten. Hm. Na schön. Ich weiß nicht genau, wo es ist, aber er hat mal darüber gesprochen. Und? Naja, das ist schon eine amüsante Geschichte. Eines Tages kam er abends hier herein und ließ sich wie so oft feiern. Er behauptete, dass er das beste Versteck gefunden habe, das es zwischen Lufttempel und Meeresgrund geben könne. In Garcias Schatz. Was? Ja, ich hab noch gesagt, du bist doch bekloppt. Der gierige Lump merkt das doch. Aber Stahlbart meinte, wenn es einen Ort gäbe, an dem Garcia nicht sucht, ist es sein eigener Schatz. Ist ja toll. Und wie finde ich den? Keine Ahnung. Aber hier wurde gemunkelt, Garcia sei zuletzt in Caldera gesehen worden. In Caldera, okay. Ja, der gute Garcias, an den kann ich mich gut erinnern. Wir haben ihn persönlich, meine ich, noch nicht kennengelernt, aber er ist einer der Kapitäne, die diesen Pakt geschlossen haben. So, unterhalten wir uns mal eben mit Patty. Okay, sie hat nichts Neues. Ja, und dann müssen wir auch direkt schon weiter. Ich glaub's ja gar nicht. Wieder zurück auf Schiff, weil hier können wir eigentlich recht wenig anstellen. Wir haben das Äffchen noch gelernt. Ja, und dann mal weiter auf der Suche nach den Artefakten. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Ja, jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Nach Caldera. Da wurde ja zuletzt gesehen. Da können wir aber, glaube ich, noch nicht hin, weil das Tor ja zu ist. Antigua waren wir ja. Die Schwertküste. Die Insel der Toten. Eieiei. Nee, möchte ich ehrlich gesagt nicht. Was ist denn hier? Der erste Stützpunkt der Inquisition. Obwohl, hier waren wir noch gar nicht. Stimmt ja. Heimat aller Piraten, der südlichen See. Klingt doch spannend. Dann werden wir uns da auf jeden Fall mal hinbegeben. Das ist natürlich wieder die schöne Animation, wie wir ablegen. Und andocken, natürlich gleich. Da bin ich ja mal gespannt. Aller Piraten. Eieiei. Antigua. Werden wir da kennenlernen werden. Freunde. Ja, mit der Fähigkeit Schmied kannst du an einer Schmiede Klingen und Waffen herstellen, das wissen wir. Weiß ich übrigens auch gar nicht, wie viele Ruhmpunkte wir haben. Und mir ist es auch leider total entfallen, was wir jetzt bisher schon gelernt haben. Aber es müsste einiges sein. Können wir ja gleich in aller Ruhe mal nachgucken. Und da ist noch so ein schickes Schiff. Ha, da sind wir auch schon. Da ging ja fix. Antigua. Das Piratennest schlechthin. Es heißt, jeder Pirat, der was auf sich hält, muss wenigstens einmal hier gewesen sein. Ja, jetzt sind wir ja hier. Okay, ich streich den Punkt von meiner Liste. Gut. Und jetzt bringen wir erstmal das Schiff wieder auf Vordermann. Was stimmt nicht mit dem Schiff? Ach, erwähnte ich es nicht? Unsere Vorräte sind etwas knapp. Und wir könnten auch mal eine neue Kanone gebrauchen.
Oh, okay. Und, ja, Laufburschen, das ist kein Problem. Da ist ja die gute Patty. Kein Problem. Natürlich nicht. Du bist hier schließlich auf Antigua. Okay, was brauchen wir? Frisches Wasser, was zum Futtern, Kanonen, Pulver. Sonst noch was? Sieh einfach zu, was du kriegen kannst. Also, alles, was so ein guter Pirat braucht, werden wir natürlich machen. Ach, falsch. Komm mit. Komm mit. Ei. Ja, die gute Patty. Die habe ich nämlich wirklich seit Risen 1 auch schon ins Herz geschlossen. Deswegen möchte ich die auch gerne weiterhin dabei haben. Die wird unsere Hauptgefährtin. Ich weiß, wir können auch die Shani mitnehmen. Finde ich auch ganz nett. Ist ja ein süßes Mädel. Aber mir ist die Patty da doch lieber. Und jetzt gucken wir uns doch hier mal um. Hafen stattgefunden. Ja, coole Sache. Ja, und natürlich müssen wir wieder alles erforschen, alles mitgehen lassen. Hey du, sag mal, ist das dein Schiff? Ja. Klar ist das mein Schiff. Wer will das wissen? Ich. Mein Name ist Rick. Ich bin hier der Lagermeister. Ich verwalte die Waren und lasse die Schiffe be- und entladen. Bewundernswert, wenn jemand wie du, der so jung ist, sein eigenes Schiff befehligt. Ich wünschte, ich könnte das auch. Ach klar, das kannst du auch machen. Du bist ganz schön jung für einen Lagermeister. Hey, ich kann gut mit Verantwortung umgehen. Irgendwann werde ich meine eigene Crew und mein eigenes Schiff haben. Und dann werde ich ein gefürchteter Pirat sein und frei über die Meere segeln. So, so. Ja, das haben wir doch alle, diesen Wunsch. Das Schiff da drüben. Gehört das Captain Slane? Ja, natürlich, Sir. Er ist aber zurzeit im Haus der Kapitäne bei Admiral Alvarez. Oh, und das müsste auch einer der Piraten sein. Der Kapitäne, die wir suchen. Haus der Kapitäne? Geh einfach an der Taverne vorbei, geradeaus durch die Gasse. Es ist das höchste Gebäude der Stadt. Du kannst es nicht verfehlen. Okay, okay. Der Admiral. Seltsamer Titel für einen Piraten. Den haben sie ihm gegeben, weil er schon so lange dabei ist, glaube ich. Ihm gehört sozusagen die Stadt. Er sorgt dafür, dass die Waren nach Antigua kommen. Die meiste Zeit hält er sich im Haus der Kapitäne auf. Klingt auf jeden Fall interessant. Wird auch eine Menge Story wieder sein. Interessiert mich. Wie sieht's mit Schiffsausrüstung aus? Nun ja, das Lagerhaus ist voll. Wir haben Kanonenpulverfässer, Holz und Nägel, Werkzeugkisten. Gut, ich hab's verstanden. Ich brauche Pulverfässer. Tja, und da ist das Problem. Im Moment kann ich dir leider nichts verkaufen. Willst du mich verarschen? Erst zählst du mir deinen ganzen Krempel auf und dann... Tut mir leid, der Admiral hat den Handel verboten, solange Slane in der Stadt ist. Er will nicht, dass irgendwas auf Captain Slanes Schiff geliefert wird. Oh, warum das denn nicht? Komm schon, ein paar kleine Pulverfässchen. Nein, das kann ich nicht machen. Der Admiral dreht mir den Hals um, wenn ich seinen Befehl missachte. Ich will meinen Job nicht verlieren. Ja, gut, dann... Ah, einschüchtern. Ich bin noch nicht gut genug. Ja, das war klar. Du hängst an deiner Arbeit hier, was? Ich hab nichts anderes. Natürlich würde ich viel lieber auf eigenen Füßen stehen und unabhängig sein. Zu deiner Unabhängigkeit fehlt dir wohl das Kleingeld, ha? Huh? Jetzt, wo du es sagst, auf Antigua sollen mehrere Schätze vergraben sein. Wenn ich einen davon finden würde, könnte ich mir meine Träume erfüllen. Ich schau mal, ob es hier was zu holen gibt. Echt? Das wäre fantastisch. Ich werde mich revanchieren. Wir haben einen Deal. Moment mal, wer sagte hier was von einem Deal? Ich sagte, ich schau mal. Oh, dann bist du also einer dieser Piraten, der nicht nach dem Kodex lebt. Ja, doch eigentlich schon, ne? Der Kodex und so. Deal ist Deal. Ich lass mir einfach ungern was aufs Auge drücken. Schon gut, du kannst natürlich machen, was du für richtig hältst. Aber wenn du was findest, kannst du ja trotzdem an mich denken. Falls du mich suchst, ich bin am Lagerhaus. Ja, alles klar. Der gute Rick also, der sucht einen Schatz. Und diesen guten Schatz werden wir ihm natürlich auch besorgen. Vielleicht begleitet er uns ja dann auch. Eieieiei, wen haben wir denn hier? Einfach mal Spielstand erstellen. Wenn du was trinken willst, geh rein. Wenn nicht, hau ab. Oh, okay. So gut bin ich auch nicht. Na, Mist, okay. Diebeskunst ist noch nicht so hoch. Bist du hier der Rausschmeißer?
Ei. Oha. Du kannst mir doch sicher ein paar Tricks zeigen. Ei, wenn du zahlst. Zeig mir ein paar Tricks. Dann lass mal hören. Was kann uns ein... Schnittverletzung. Okay, ich weiß gar nicht, wie viel Gold wir gerade dabei haben. Schon mal Probleme mit betrunkenen Seeräubern gehabt? Ei. Unter welchen Umständen schmeißt du denn jemanden raus? Wenn er nervt. Du schmeißt Piraten raus, weil sie nerven? Ei. Wann nerven sie denn? Wenn sie blöde Fragen stellen. Okay. Damit meint er uns wahrscheinlich schon. Ich sag einfach mal schon gut. Schon gut. Und das war's auch schon. Okay, schade. Ja, wo gehen wir als erstes lang? Links, rechts? Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Proviant. Aber gute Patty, ich hab doch hier 150 Stück schon. Zumindest fast. Das müsste doch reichen. Da haben wir eine Kiste. Oh, ein Pistolenlauf. Das ist natürlich sehr interessant. Ja, wie gesagt, da kann ich ja jetzt nochmal gucken. Ab ins Charaktermenü. Wie viele Ruhmpunkte haben wir? 9170. Das ist natürlich einiges. Ja, die Feuerwaffen, die finde ich ja richtig cool. Aber ich glaube, wir werden erstmal den Rest lernen. Talente, wie sieht's denn aus? Die Diebeskunst. Oh, und Silberzunge. Wir sind noch beide unter 50. Aber so schlecht sieht es ja gar nicht aus. Ja, wenn wir die Klingen auf 6 bringen, das kostet uns 6.000, dann könnten wir immerhin das Schmieden lernen. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Und dann natürlich die Härte, damit wir noch mehr aushalten. So, dann haben wir auch keine Ruhmpunkte mehr. Denn einen Schmied finden wir bestimmt hier und wir werden noch eine Menge EP bekommen, denke ich mir mal. Also werden wir noch einiges lernen können. Ja, gehen wir doch einfach mal hier rein. Wen haben wir denn hier? Oh, ein knochenen Trank. Ich glaube, da dürfen wir aber nicht mitnehmen. Wer ist denn hier? Die gute Emma. Wie schön. Die See treibt den neuen Piratenkapitän nach Antigua. Du hast einen guten Riecher, junger Freund. Was begehrst du? Oh, eine Menge. Gute Emma, eine Menge. Ist die Frage persönlich gemeint? Jede Frage ist persönlich gemeint, Captain. Sag mir, was du suchst, und ich sage dir, ob ich dir helfen kann. Das ist natürlich interessant. Ist das denn auch eine Hellseherin? Ich suche Captain Slane. Tatsächlich. Ihn zu finden ist nicht ein Problem. Und was ist mein Problem? Dunkelheit. Einsamkeit. Aber du hast auch ein paar treue Gefährten an Bord, nicht wahr? Darin besteht deine Erlösung. Oh, wow, okay. Ich will einen Weg finden, um Mara aufzuhalten. Eine große Aufgabe für einen jungen Kapitän. Mein Steuermann sagt, ich ziehe Probleme irgendwie an. Du hast eine besondere Aura. Lass mich deine Gedanken sehen. Was siehst du? Es gibt Menschen unter uns, die kümmern sich um die größeren Dinge. Und es gibt andere, die nur sehen, was sie auch anfassen können. Du bist ein Weltenlenker. Ohne Männer wie dich würde es die anderen nicht geben. Das ist dein Schicksal. Kann das Ganze nicht mal einfach sein? Dann würde es doch nur halb so viel Spaß machen, oder? Möchtest du etwa mit jemandem tauschen? Siehst du. Ja, finde ich richtig gut gemacht. Also, klar. Ein Weltenlenker sind wir eigentlich. Also, zumindest also. Du verkaufst auch Voodoo-Kram? Der gute Alvarez will, dass man auf Antigua alles bekommen kann, was das Herz begehrt. Und ich interessiere mich für Voodoo und eingeborenen Artefakte. Sie sind mächtig und geheimnisvoll. Ja, wir gehören auch zu denen, gute Emma. Hast du Kontakt zu Eingeborenen? Nicht mehr, seitdem ich diesen Laden habe. Aber früher, als ich noch mit den Piratenschiffen über die Meere gereist bin, da war ich oft bei ihnen und habe einiges von ihnen gelernt.
Du solltest mal meine Tränke versuchen. Sie sind alle selbst gebraut und gut. Ja, musst du mal in Rätsel sprechen? Ich weiß nicht. Ne? Musst du immer in Rätseln sprechen? Tu doch nicht so, als wenn du keine Rätsel magst, Weltenlenker. Dein ganzes Leben besteht aus dem Lösen von Rätseln. Darum bist du doch hier, oder? Wenn du das sagst, zeig mir deinen Kram. Sieh dir ruhig alles genau an. So, dann gucken wir direkt mal, was hat denn die gute Emma so dabei? Auf jeden Fall ein paar Schmuckstücke. Gar nicht mal so schlechte. Schmutzige Tricks, ein Giftring plus 20. Oh, noch ein Ring des Diebes. Den besitzen wir ja auch. Und auf jeden Fall ein Haufen Tränke und Zutaten und Baupläne. Eieiei. Eine Voodoo-Nadel, 2000 Gold. Stichwaffen plus 10. Oh, sag nicht, das ist so ein legendäres Artefakt. Das nehmen wir direkt mit. Ja, die Voodoo-Nadel. Darüber haben wir, meine ich, auch, glaube ich, gelesen. Schauen wir direkt mal rein. Sammlung, wo ist es denn? Die Voodoo-Nadel, da ist sie. Die gute Voodoo-Nadel einer Hexe. Stichwaffen plus 10. Perfekt. Ein Buch. Das dürfen wir doch lesen, oder? Die Rassel dient den Schamanen der Eingeborenen als magischer Leiter. Nur einmal ist es vorgekommen, dass eine Rassel während eines Totenkultrituals zerbrach. Das Klingen der Rassel können nur noch die Seelen der Toten hören. Die Rassel soll sich heute im Besitz des Marakai-Stamms befinden. Das sollte ich mir merken. Also der Marakai-Stamm hat so eine Rassel. Das ist natürlich sehr interessant. Und mal gucken, ob wir hier hochgehen dürfen. Oder ob die gute Emma meckert. Na Emma, wie sieht's aus? Dürfen wir dir hier oben alles mitgehen lassen? Ah, ich weiß ja nicht. Wir speichern vorsichtshalber einfach mal. Dann gucken wir mal, was haben wir hier? Ein Jadestein. Ja, hier könnte man was kochen. Ohne Fluchpuppe. Hm. Nett, nett. Noch ein Bett. Ja, ausruhen müssen wir uns aber nicht. So, und dann gehen wir einfach mal wieder raus. Die gute Emma also. Was haben wir hier noch? Ein normaler Pirat. Mit dem können wir uns wahrscheinlich nicht unterhalten. Verschlossen. Nicht, dass der Pirat meckert. So, mal eben aufgemacht. Ja, jetzt habe ich mich gerade selbst gewundert. Oh, ein Patronenbeutel. Nehmen wir natürlich gerne mit für unsere Schusswaffe. Ich habe gerade aus Versehen R gedrückt und nicht E für alles zum Mitnehmen. So, hier haben wir noch ein paar Blümchen. Den lassen wir natürlich auch nicht liegen. Na, dahinter was versteckt. Komm, lass mich da mal hin. Sieht nicht so aus, aber Moment mal. Was habe ich denn gerade gesehen? Kann man da oben hoch? Ah, ich glaube eher nicht. Och, hier gibt's ja Monster. Oh, Konfetti drauf da. Gut gemacht. Aber so schlecht sind wir ja auch gar nicht. Natürlich habe ich den Schwierigkeitsgrad jetzt nicht runtergestellt oder so, auch wenn ich längere Zeit nicht gespielt habe. Das müssten wir auch alles noch so hinkriegen. Oh, und da erwartet uns auch jemand. Mit dem werden wir uns auf jeden Fall unterhalten, Freunde. Aber das dann im nächsten Part. Bis dann.